Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von True the Darkest of Times. Jetzt ist das Spiel endlich auch offiziell draußen und ihr könnt selber fleißig spielen und mir von euren Erfahrungen mit dem Spiel berichten. Vor allem würde mich echt interessieren, ob die Ereignisse bei euch groß anders sind als bei mir oder ob das immer das Gleiche ist. Also klar, das Zeitliche würde das Gleiche sein, aber sowas wie Streitigkeiten oder der Knast vorhin, das würde mich echt mal interessieren. So, und wir spielen weiter leider mit einer Person weniger. Die mussten wir leider entlassen, sozusagen. Ich hoffe, ja, der Person geht's gut. Ich habe leider seinen Namen gerade nicht parat. Wir haben jetzt noch Alfred König und Alfred Koppe. Wow, das, gut, kriegen wir schon hin. Angelika Altmann, Alfred, also wir sind das AAA-Team, das AAA-Team. Also, was machen wir denn heute? Wir haben ein paar neue Sachen hier. Tanzen in der Giraffe, da haben wir ja die Karte bekommen. Ich weiß noch nicht, ob das so sicher ist. Was ist hier? Wo es weh tut. Extrem. Okay, das können wir nicht machen, weil wir keine Molotow-Cocktails haben. Okay, doch noch ein bisschen Gewalt dabei scheinbar. Der Ausbruch, da fehlen uns Mützen. Interessant. Also das hier will ich mir natürlich gerne angucken. Tanzen in der Giraffe. Eine Frau in einem Pelzmantel, der ich in der Nacht begegnete, in der der Reichstag niederbrannte, gab mir die Adresse eines Nachtclubs in Ost-Berlin. Wenn Sie jemals Lust haben, zu undeutscher Musik zu tanzen, besuchen Sie uns. Okay. Kann ich das jetzt wegdenken? Glücklicherweise, oh, ich hatte schon Angst. Glücklicherweise können wir unseren Spielstand auch weiterspielen. Ich hatte etwas Angst, wenn das Spiel veröffentlicht wird, dass die alten Spielstände vielleicht weg sind. Ist aber zum Glück nicht passiert. In düsteren Zeiten ist es wichtig, sich manchmal abzulenken. Musik aus besseren Zeiten kann vergessen lassen, wie dunkel alles geworden ist. Was kriegen wir denn da? Moral? Gar nicht mal wenig. Okay. Ach, alle Mitglieder werden die aktuelle Aktion abbrechen, um diesem Ereignis beizuwohnen. Oh. Das heißt, wir können wirklich gar nichts anderes machen, aber ich werde es trotzdem tun. Ich glaube, wir hatten ja sehr viel Moral verloren, als, ich wollte gerade sagen, ins Lenfier, als Angelika Altmann eingebuchtet wurde. Komm, wir machen das jetzt mal. Wir haben jetzt mal ein bisschen Spaß in diesen bösen Zeiten. Vor allem, wir waren lange im Knast gewesen. Wir können jetzt wirklich mal ein bisschen Spaß gebrauchen. Okay, ja, das war's dann auch schon. Ja. Also, wir haben einen Unterstützer verloren, aber 25 Menschen unterstützen uns noch und 8 Mark bekommen. Geldmäßig sieht's ja eigentlich ganz gut aus, glaube ich. Hm, ein richtiges Ereignis. Wir reisen in den Osten Berlins und besuchen einen Nachtclub, empfohlen von jener Frau im Pelzmantel, der ich in der Nacht des Reichstagsbrandes begegnet bin. Hineingehen. Die Frau mit dem Pelzmantel steht gleich am Eingang und erkennt mich sofort. Oh, Sie sind es, sagt sie. Kommen Sie rein, hier ist Berlin noch so, wie es früher war. Tanzen. Wir haben die ganze Nacht durchgetanzt, völlig selbst vergessen. Es war wundervoll. Wir gehen erst im Morgengrauen, die Sonne steht schon am Horizont. Das hat gut getan. Wir müssen das retten. Ja, das ist wahrscheinlich auch gefährlich hier mit der Musik. Uns wurde ja gesagt, verbotene Musik. Die Musik gehört allen und wir müssen sie retten. Ende der Szene. Okay, was hat uns das gebracht? Wir besuchen einen Nachtclub, empfohlen von jener Frau. Ja, das wissen wir alles. Wir tanzen die ganze Nacht durch, völlig selbst vergessen. Als wir den Club nach Stunden verlassen, ist die Sonne bereits aufgegangen. Hm, ich glaube, hier ist nicht so viel passiert. Wir hätten ja mal im Club wenigstens ein paar Unterstützer sammeln können eigentlich. Ja, wir haben einen verloren. Aber die Moral, wow. Also 40 plus, das ist nicht schlecht. Neues Ministerium. Josef Goebbels gründet das Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda. Sitze im Reichstag bleiben leer. Gewählte Abgeordnete der Kommunisten sitzen in Nazi-Gefängnissen oder werden am Betreten des Reichstags gehindert. Mhm. Schön. Alle SPD-Zeitungen verboten. Die Bremer Volkszeitung und Schwäbische Tagwacht sind die letzten SPD-Zeitungen, die nun aufgrund des Verbots geschlossen werden. Ja, da sieht man langsam, wo es hingeht. Bei unserem Treffen kocht Alfred König vor Wut. Ich schwöre euch, der Reichstagsbrand war das größte Geschenk, das man den Nazis hätte machen können. Was meinst du damit? Alfred fährt fort. Sie beschuldigen die Kommunisten, das waren ja schon immer ihre Feinde. Und jetzt mit dem Reichstagsbrand haben sie die Ausrede, die sie schon immer gesucht haben, um sie fertig zu machen. Einschließlich meines eigenen Vaters. Können wir irgendwie helfen? Können wir etwas für dich oder deinen Vater tun? Frage ich ihn. Mein Vater sitzt im Gefängnis.
Man braucht dringend einen Anwalt, aber das kostet Geld. Was, ihm kein Geld geben? Ich habe nicht mal die Wahl? Warum? Ich trinke eben mal einen Schluck Tee. Es ist noch sehr früh. Mein Hals macht noch nicht ganz mit, deswegen ein bisschen warmer Tee hilft da sehr gut. Ich muss nämlich noch Folgen aufnehmen, weil ich fahre dieses Wochenende weg und da brauche ich unbedingt noch ein paar Folgen von dem Spiel hier, sonst gibt es das ganze Wochenende keine. Ja, ihm kein Geld geben. Schade. Tut mir leid, aber wir müssen im Augenblick mit unserem Geld zurückhaltend sein, sage ich zu ihm. Ich frage mich, wenn ich genug Geld gehabt hätte, ob ich ihm hätte Geld geben können. Vielleicht hatten wir zu wenig. Ja, wir haben auch minus 10, minus 5 Moral, also minus 10 bei König selbst. Finde ich jetzt nicht so schön. Ich wüsste gerne, ob das auch anders gegangen wäre. Okay, das geht leider noch nicht. Wir könnten mal uns um Farbe bemühen. Dann könnten wir das hier auch machen. Papier kaufen können wir machen. Dann können wir wieder Flugblätter erstellen. Wie kriege ich denn die Sachen, die ich hier benötige, ist auch die Frage. Mit Christen kann ich sprechen. Okay, also zum einen hätte ich wirklich gerne Farbe. Also. Wir haben auch noch gar keine Farbe. Okay. Wir haben... Oha. Die Behörden hegen einen Verdacht gegen dieses Mitglied. Steigt der Verdacht zu hoch, werden sie verhaftet. Aber Farbe kaufen, ist das okay? Ja. Mit Fahrrad vielleicht? Nee, ich glaube, wir müssen sie tatsächlich erstmal irgendwie unterbunkern. Wow. Also Farbe kaufen ist hier gerade nicht so. Das... ist ja furchtbar. Wird sogar noch schlimmer. Okay, nee, Abbruch. Dann, ich guck mal eben. Für eine Weile untertauchen. Manchmal ist es besser, sich an einen sicheren Ort zurückzuziehen, um die Behörden abzuschütteln. Vielleicht wird es dann besser. Okay. Moral plus 10 auch. Ich schau mal, ob damit der Verfolgungsgrad weniger wird. Ich meine, hier ist ja nichts weiter. Das schaffen wir. Kostet halt 30 Mark. Oh. Weil wir kein Geld mehr haben, können wir dadurch aber keine Mitglieder rekrutieren. Schade, das wollte ich nämlich auch machen. Okay, dann sammeln wir zusätzlich noch Geld. Das bringt uns halt nichts, wenn wir unsere Angelika nicht mehr benutzen können. Erstmal so und dann gucken wir mal. Mit Christen sprechen. Da bräuchten wir Empathie und Propaganda. Propaganda ist schon seine Stärke, Empathie leider nicht. Wir schauen mal. Emma Grieger ist Pastorin in Tempelhof und stellt uns einigen ihrer Freunde vor. Wir können versuchen, sie zu überzeugen und zu unterstützen. Ja, das sieht eigentlich gut aus. Ja, nehmen wir so. Mit ausgewählten Menschen aus den christlichen Gemeinden in Tempelhof sprechen, um potenzielle Unterstützer zu finden. Komm, machen wir. Ist das jetzt die Runde? Oh. Ich verlasse das Treffen und gehe nach Hause. In der S-Bahn werde ich das Gefühl nicht los, dass mich jemand verfolgt. In Zeiten wie diesen muss man wachsam sein. Zusammen mit mehreren anderen steige ich aus der Bahn, die nicht weit von meiner Wohnung hält. Zur Eckkneipe nach Hause. Können wir mal zur Kneipe gehen? Ich betrete eine dunkle Kneipe und schaue mich um. Der Kneipe ist überfüllt? Die Kneipe ist überfüllt, aber ich finde unerwartet noch einen Platz am Fenster. Die Leute auf der Straße beobachten. Ich schaue durch das Fenster auf die Passanten, um zu sehen, ob ich ein Gesicht wiedererkenne. Nichts. Ich leere mein Glas und sehe keinen Grund mehr, mich länger an der Kneipe aufzuhalten. Schade. Vielleicht hätten wir uns lieber in der Kneipe umgucken sollen. Ich dachte, dass die vielleicht eher am Fenster langlaufen. Endlich zu Hause angekommen, esse ich eine Kleinigkeit, knipse das Licht aus und setze mich nah ans Fenster. Draußen ist es dunkel, aber die Straße vor dem Wohnhaus ist gut beleuchtet. Straße beobachten. Ich warte im Dunkeln, Autos fahren vorbei, Menschen sind auf ihrem Heimweg ins Bett gehen. Mitten in der Nacht wache ich auf und gehe ans offene Fenster. Ein Schatten fliegt über die andere Seite der Straße. Beobachten. Es ist der Schatten eines Mannes. Ich bilde mir ein, dass er zu mir hinaufschaut. Dann dreht er sich um. Und verschwindet im Dunkel der Nacht. Sollte mich wirklich jemand beobachtet haben, fehlte von ihm jetzt jede Spur. Ich lege mich wieder hin. Sie sind hinter mir her. Ich glaube nicht, dass wir paranoid werden. Sie haben mich bemerkt. Ich muss auf mich aufpassen und so wenig Aufmerksamkeit auf mich lenken wie möglich. Ende der Szene. Ich mag das sehr, diese Zwischendinger, dass man auch wirklich als Spieler merkt, wie gefährlich das Ganze hier wirklich war. Dass es eben kein Spaß war. Okay, wir haben einen verloren, aber 24 Menschen sind noch dabei und 7 Mark gespendet worden.
Alfred Koppe trifft sich mit Menschen aus den christlichen Gemeinden an Tempelhof und spricht mit ihnen über das Regime und mögliche Wege, Widerstand zu leisten. Nicht wenige denken, dass Hitlers Vorgehen gottlos ist und dass sie als Christen etwas unternehmen sollten. Andere haben Zweifel, weil es sein könnte, dass Hitler den Willen Gottes vertritt. Oh. Sicher nicht. Allein schon, wenn es um christliche Werte wie Nächstenliebe, was ja generell... was? Jemand schon verdacht? Ich versteck mich mal. Wir sind schon mal geflüchtet. Ich würde das gerne mal sehen, was jetzt passiert. Okay. Also, Alfred König besucht die treuen Unterstützer unter den Arbeitern in Kreuzberg, um zusätzliche Spenden zu sammeln. Niemand schöpft Verdacht. Alfred König flüstert, ruhig bleiben und weitermachen. Wer auch immer Verdacht geschöpft hat, beruhigt sich wieder. Hier wären wir vielleicht weggerannt, wäre das ja auch, hätte das ja noch verdächtiger gewirkt. Er ist erfolgreich. Die Menschen sind schockiert von den jüngsten Gräueltaten des Regimes und sind bereit, der Gruppe zu helfen. Alfred denkt, dass er gesehen wurde. Vielleicht gibt das jetzt auch einen Punkt. Aber 10 Mark bekommen. So, Angelika Altmann hat sich an einem sicheren Ort zurückgezogen, wo niemand sie kennt. Als sie zurückkehrt, fühlt sie sich deutlich sicherer als zuvor. Moral plus 10 sogar bekommen. Also, leider minus 1 insgesamt. Wir haben nicht allzu viel gesammelt, aber plus 4 Unterstützer. Tag von Potsdam, meiner Heimat, also meiner Geburtsstadt. Die Eröffnungsfeier des neuen Reichstags fand in der Potsdamer Garnisonskirche statt und wurde vollständig im Radio übertragen. Die Feierlichkeiten wurden in Anwesenheit von Reichskanzler Hitler und Reichspräsident Hindenburg durchgeführt. Handelskrieg mit der Tschechoslowakei. Zwischen der Tschechoslowakei und Deutschland herrscht ein Handelskrieg. Berlin stellt den Zahlungs- und Reiseverkehr zwischen beiden Nationen ein. Arbeitslage eröffnet. Die Nazis eröffnen in Dachau ein Lager zur Umerziehung politischer Gegner. Sie nennen es ein Konzentrationslager. Okay. Sie haben mich gefeuert. Ich habe meine Stelle verloren, sagt Alfred König. Warum? Was? Aber warum? Frag ich. Jemand muss meinem Chef verraten haben, dass ich für die Kommunisten gestimmt habe, sagt Alfred. Verdammt, ich weiß nicht, wie ich die nächste Miete oder mein Abendessen bezahlen soll. Ach, hier können wir auf einmal Geld geben. Vielleicht haben wir jetzt mehr als vorher. Oh, was machen wir denn da? Wie viel denn? Ich wüsste halt gerne, wie viel Geld wir ihm geben. Ich meine Miete, wie viel würde die damals gekostet haben? Nicht, dass alles unser Geld, also unser ganzes Geld weg ist. Andererseits, wir haben nur noch 3 Leute in dieser Gruppe. Wenn ich jetzt das hier nicht mache, kann der vielleicht nicht mehr bei uns mitmachen. Komm, wir geben dir etwas Geld. Vor allem Solidarität und so, ne? Wir sind links, wir sind solidarisch, wir teilen unser Geld auf. Wir helfen dir mit etwas Geld, bis du etwas Neues findest. 10 Mark von 31 geben. Wir haben da noch 21. Ist okay. Ich fürchte, das ist alles, was wir momentan entbehren können, sage ich und gebe ihm 10 Mark. Ende der Szene. Moral minus 5. Was? Alfred König minus? Ich habe ihm doch Geld gegeben. Sag mal, hätte ich das gewusst, dann hätte ich dem nichts gegeben. Na gut, wahrscheinlich, weil er trotzdem sauer ist, weil er halt keine Wohnung mehr hat. Also gut, er hat noch eine Wohnung, aber keinen Job mehr. Ja, hier tatsächlich. Wir haben jetzt beide jeweils einen Punkt. Das wird natürlich bei den Missionen etwas schwieriger dann. Ich hätte jetzt echt gerne mal ein neues Mitglied, muss ich ehrlich sagen. Wir schauen mal. Neues Mitglied rekrutieren. Was brauche ich denn da? Empathie, inspirierend, anführen haben wir leider alles nicht. Geheimhaltung, Empathie. Ja, der vielleicht. Ich guck mal eben. Oh Gott. Wir könnten das hier mit dem Fahrrad versuchen. Hallo? Fahrrad? Meine... Okay, das Spiel ist... Wo ist meine Maus? Moment. Jetzt ist sie wieder da. Ich dachte, das Spiel ist abgestürzt, aber tatsächlich war nur irgendwie gerade der Mauspfeil weg. Kann passieren. Okay, das sieht gut aus. Das nehmen wir. Ja, jetzt brauchen wir wahrscheinlich auch wieder Geld. Oh, hier wird jetzt auch noch schärfer kontrolliert scheinbar. Das ist mir gar nicht aufgefallen hier mit dem Soldat, mit dem Braunhemd. Oh Mann. Okay. Wie sieht's denn jetzt hier aus? Oh Gott. Ja, das sieht gut aus. Zwar ein bisschen gefährlich, aber wir nehmen es trotzdem mit dem Spendensammeln. Ansonsten können wir jetzt noch mit Leuten sprechen. Hier können wir mit neuen Arbeitern scheinbar sprechen. Emilia Ox, eine Arbeiterin und Unterstützerin der Gruppe, möchte uns einige ihrer Kollegen vorstellen. Wir schauen mal. Oha, das sieht nicht so gut aus.
Kann ich das so mitnehmen? Nee. Okay. Von hochgelegenen Orten geworfen oder verteilt werden. Warum kann ich... Ach doch, ich kann die mitnehmen. Oh, ist aber noch gefährlicher. Moment. Aber auch erfolgreicher. Aber gut, die Gefahr macht mir gerade Angst. Ich mach mal gerade so. Oh, wir haben schädlich hier. Ah, wir sind katholisch mit dem. Dann schicke ich den vielleicht lieber hier hin. Ja, das sieht deutlich besser aus. Wir könnten hier jetzt die Flugblätter mitnehmen. Das mache ich mal. Die verteile ich da mal. So. Hier sind wir auch außerhalb des Radius von der... Ich weiß nicht. Von der Gestapo oder was auch immer. Von dem braunen Shirt. Also, dann machen wir mal weiter. Mehr Mitglieder haben wir ja leider nicht. Ein verloren, aber 28 Menschen sind noch dabei. 8 Mark bekommen. Sehr gut. Alfred Korper trifft sich mit Menschen aus den christlichen Gemeinden in Tempelhof und spricht mit ihnen über das Regime und mögliche Wege, Widerstand zu leisten. Nicht wenige denken, dass Hitlers Vorgehen gottlos ist und dass sie als Christen etwas unternehmen sollten. Andere haben Zweifel. Ja, das hatten wir ja schon. 9 Unterstützer bekommen, immerhin. So, Alfred König spricht mit engagierten Unterstützern, um herauszufinden, ob sie sich unserer Gruppe anschließen wollen. Er wählt 3 aus. Okay, gut. Wir müssen wieder einen von den 3 wählen. Das ist schön. Also, wir haben hier eine Krankenschwester und moderate Liberale. Das haben wir noch nicht. Das wäre mal gut. Eine Sozialdemokratin wäre auch schön. Anarchist haben wir schon. Was haben wir hier jetzt noch? Wir sind sehr ausgewogen tatsächlich. Ich würde da ganz gerne eigentlich die Sozialdemokratin mit ins Boot holen. Das sieht auch ganz gut aus vom Propagandawert. Hier ist die Empathie besser. Wie sieht es denn so empathisch bei uns aus? Ja, doch, das können wir uns leisten. Wir haben ja schon 2 Sympathieträger. Oh, hier ist schon wieder ein Punkt dazugekommen. Weil wir wahrscheinlich in dem Radius waren. Okay, ich nehme die Christel Müller, 40 Jahre alt, Ärztin, Sozialdemokratin. Ärztin ist auch ganz schön. Okay, gerade Propagandabildung ist hier sehr gut. Ein neues Mitglied, sehr schön. Ja, Angelika Altmann hat Geld gesammelt. Schauen wir mal, wie viel wir kriegen. Oh, sehr gut, 17. Aber sie denkt, dass sie schon wieder gesehen wurde. Ich glaube, wir werden wirklich verfolgt. -6 leider Moral, wir müssen uns um Moral kümmern. Aber hier +8 Unterstützer. Ermächtigungsgesetz beschlossen. Der neue Reichstag verabschiedet gegen die Stimmen der Sozialdemokraten das Ermächtigungsgesetz. Jetzt kann Reichskanzler Adolf Hitler Gesetze ohne den Reichstag beschließen. Es wird immer schlimmer. Hitler, die Juden sind hier sicher. Hitler weist alle Vorwürfe in ausländischen Zeitungen zurück. In Deutschland bestehe keinerlei Gefahr für Juden. Goebbels will Rundfunk aufräumen. Ach ja, unser Medienmensch. Goebbels kündigt eine politische Säuberung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und der Medien an. Ab dem 1. April sendet das Deutsche Radio täglich von 19 bis 20 Uhr eine Stunde der Nation unter der Leitung seines Ministeriums. Ja, Goebbels war ja Leiter des Propaganda- oder... Warte mal, wie war denn das? Oh Gott, das wurde ja irgendwie hin und her getauscht. Propagandaministerium. Ich glaube erst Goebbels und dann ist er zu den... Hat das mit den Medien noch mit zu tun? Oh Gott, ich krieg das nicht mehr zusammen. Ist schon etwas her im Laufe meines Studiums, dass wir darüber gesprochen haben. Aber Goebbels und Medien auf jeden Fall eine große, ja, Verbindung gewesen. Der hat da theoretisch alles vorgegeben. Okay, dann machen wir mal weiter. Mal wieder einen Schluck Tee trinken. Ich habe was zu berichten, sagt Alfred bei unserem Treffen. Aber ich bin nicht sicher, ob es gute oder schlechte Nachrichten sind. Erzähl. Ich habe eine neue Stelle, fährt er fort. Ich soll im Hause eines Nazi-Offiziers arbeiten. Oh, wow. Sehr gefährlich. Alfred Koppel schnappt nach Luft. Du willst dich in den Dienst eines dieser Schweine stellen? Der Gedanke macht mich krank. Vielleicht können wir was damit anfangen. Erzähl mal weiter. Aber was meinst du, wenn du sagst, dass du nicht weißt, ob die Nachrichten gut oder schlecht sind? Lass mich eben zu Ende erzählen, antwortet Alfred. Was wäre, wenn wir daraus einen Vorteil ziehen könnten? Was wäre, wenn ich Informationen für die Gruppe sammeln könnte? Wir arbeiten nicht für Nazis. Niemals guter Gedanke. Ich würde sagen... Oh, sehr schwer. Muss ich erstmal wieder Tee trinken? Wow. Es ist sehr gefährlich. Wenn wir Pech haben, verlieren wir gleich wieder ein Mitglied. Wenn wir Pech haben und der ablehnt, ist das vielleicht auch nicht gut. Ich weiß nicht, wenn ich darüber nachdenke und er die Arbeit ablehnt, fragen sich vielleicht die Nazis, warum er den Job abgelehnt hat. Ich lasse ihn mal da arbeiten, weil ich tatsächlich mehr Angst davor habe, was passiert, wenn er den absagt.
Die werden sich doch denken, der hat keinen Job, sagt uns ab, warum will der nicht für uns arbeiten? Auch wenn ich, wenn sich natürlich auch mir alles dabei widerstrebt, für Nazis arbeiten zu sollen. Nimm die Stelle an und bespitze den Nazi, sage ich. Ich werde diese Gelegenheit nutzen und uns mit Informationen aus dem Nazi-Haus zu versorgen, sagt Alfred. Um wollte man hier wahrscheinlich schreiben. Ende der Szene. Okay, ein Mitglied mehr, das ist schön, vor allem jetzt ausgewogen von den Geschlechtern her, finde ich auch schön. Und ja, wir sind am Folgenende. Hier ist eine Menge heute passiert in der Folge, habe ich so das Gefühl. Also, wenn euch die Folge gefallen hat, gerne ein Like da lassen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.